Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen heute das Game. Moment, ich kann es euch gleich sagen. The Witness. Und wir werden einfach mal reingucken, wie das Spiel so ist. Steuerung. Bla 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 bla. Gut. So, hier kam gerade so das kleine Intro. Und mal schauen, was hier so passiert. Ach so. Ah, es ist so eine Art Rätselspiel, soweit ich weiß. Und ja, bis jetzt ist es noch recht einfach. Gibt es hier irgendwie Schnellrennen? Ja, Schnellrennfunktionen gibt es. Das ist sehr nice. Oh. Ja, also über die Qualität kann man nicht meckern. Die ist echt schön. Okay, springen kann man nicht. Ja, ein Rätsel. So. Nein. Also das hier dann. So, 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 so. Ja, so. Okay, Strom ist angeschaltet. Und es müssen irgendwo noch drei so Dinger sein. Hier geht ein Kabel lang. Oh. Also, sieht mir aus wie eine kleine Ritterburg. Wenn man das schön hermacht, könnte man hier sogar richtig krass drin leben. Wir müssen da oder dort hin. Okay. Ja, hier. So. So. Dann. Ja, da gehen wir direkt da hoch. Ach, das andere muss ich auch noch aktivieren. Das geht aber hier fast auf dem gleichen Wege. Nur, dass wir hier da runter gehen. Das war falsch. So. Aber, hä? Moment mal. Was habe ich denn jetzt angeschaltet? Das zweite, genau. Aber was? Warum geht dort ein Kabel hoch und was ist? Hallo? Hä? Ich blick hier gerade gar nicht durch. Moment. So, damit haben wir dann hier hinten die Konsole an. Das ist ja hier noch recht einfach alles. So, das geht dort oben rein und hier hin. So lang. Genau. Haben wir die angeschaltet, ne? Und jetzt ist das Tor offen. Okay. So. Jo, das wäre geschafft. Aber die Grafik ist echt, ja, die sieht richtig nice aus. Jetzt können wir mal gucken, wo das eine Kabel hingeführt hat. Das ging nämlich hier oben rein. Dort lang. Lol, okay. Was kann man hier noch alles erkunden? Ey,
Es sieht auf jeden Fall sehr nice. Apropos, wie ist die Wasser. Ja, also an der Wasserqualität erkennt man ja auch, ob das Spiel wirklich eine gute Qualität hat. Und das hier sieht richtig nice aus. Kann man sich nicht beschweren. Das Spiel gibt es im Übrigen im Epic Launcher. Und wo hat das eine Kabel jetzt hingeführt? Was gibt's? Hallo? Warum? Was gibt's hier hinten? Das will ich jetzt herausfinden. Jetzt bin ich neugierig. Oh, man kommt hier halt ernsthaft nicht runter. Ich muss den... Oh, ich muss den ganzen Weg zurücklaufen. Es ist halt wirklich so... von wo bin ich denn hier drauf gekommen? Hier. Ich bin mal gespannt, ob man das nochmal irgendwie aktivieren kann. Ich will wissen, was da hinten in dem Tor ist. Vielleicht ein versteckter Schatz. Oder... eine heiße Frau oder... irgendein Tier. War das jetzt der hier? Ja, das müsste der gewesen sein. So. Halt. Ist das Tor jetzt eigentlich wieder zu? Ach nö, das bleibt offen. Das ist cool. Ja, stimmt, sonst hätte man ja gar nicht die Tür hinten öffnen, betreten können. Stimmt, also es gibt hier auf jeden Fall immer mehr Geheimnisse. Das ist sehr interessant. So, was gibt's hier hinten Verstecktes? Außer einen langen Weg? Okay, da ist eine zerstörte Stadt. Was ist das? Muss ich die jetzt alle aktivieren? Nee, ich glaub's mal nicht. Oder doch? Da fangen wir so an. Doch, so. LOL! Ich ist es... Oh. Ich muss da hoch einfach bloß. Keine Ahnung für was das jetzt war. Aber egal. Und hier das gleiche Spiel nochmal. So. Und schon haben wir verkackt. Also. Fangen wir so an. Nein. So. Nee, ich muss so anfangen. Auch nicht. So. Kann ich eigentlich... Nee, so geht's nicht. Dann machen wir das so hier. Hehehehe. Öffne dich, Türchen. Wo sind wir jetzt? Okay, was war das? War das jetzt einfach nur, um die Umgebung kennenzulernen? Ja, läuft. Hier kommen wir nicht runter. Da ist die nächste... Die nächste Tür. Das sieht mir aus wie ein Geheimbunker. Da bin ich mal gespannt. Wenn ich das jetzt einfach nur so mache, ist das falsch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 schwarze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, weiße. Hä? Stopp mal.
Keine Ahnung, was ich hier machen muss. Das werden wir später herausfinden. Sonst hänge ich dort zu lange fest. Oh, was ist denn das? Hi. Okay. Hä? Ah, okay. Ah, dann weiß ich auch, wie das andere funktioniert. Man muss die Linie zwischen weiß und schwarz ziehen. Das ist interessant. So. Und das hier noch. Okay, das war falsch. Ja, ich sehe schon hier. Nee, ah, Mist, das da oben habe ich nicht gesehen. Scheiße, das ist ein bisschen schwerer hier. Wir versuchen das jetzt einfach mal so. Hä? Ich kapiere das hier gerade nicht wirklich. Nee, aber dann ist doch... das wieder hier. Hä? Dann ist aber das wieder. Das geht aber nur. Nee, hä? Das geht ja auch nicht. Wir müssen hier raus irgendwie. Das muss auf jeden Fall so. Das muss so eingebaut sein, dass das hier zu ist und das zu ist. Also geht das nur so? So? Aber dann ist das hier wieder. Jetzt müssen wir mal was gucken. So, jetzt werden die Weißen. Ich weiß nicht, was ich hier jetzt mache, aber... jetzt sind aber die zwei hier oben wieder. Hä? Ich verstehe das hier gerade nicht. Moment. Wir gehen nochmal ganz kurz zur Bunkertür zurück, denn irgendwie, ich verstehe das dort gerade nicht so richtig. Hier war die Bunkertür. So.
irgendwo muss man ja auch mal anfangen. Hä? Ich verstehe das gerade nicht so wirklich. Da haben wir noch ein paar grüne, da machen wir erstmal halt die. Auch nicht. Muss ich die schwarzen Dinger hier nehmen? Aha. Dann einmal so hier. Dann, jetzt ist die Frage, wenn ich das jetzt so hier mache, geht das nicht. Es geht dann nur so hier. Aha. So. Das haben wir komplett abgeschlossen. So, das heißt, die schwarzen Dinger müssen wir überfahren. Aber das hier finden wir im nächsten Video raus. Ich hoffe, euch hat dieses Let's Play gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst einen Daumen nach oben da, lasst einen Kommentar da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.